Ja, ich begrüße Sie auch. Und natürlich ist das Thema, was auch diese Woche absolut dominiert, wie sich die Situation in Syrien entwickelt. Ich denke, dass jeder, der das verfolgt, zunehmende Sorge haben muss, wie sich Syrien auf den, wie weit dort die Eskalation voranschreitet und welche Folgen das eventuell auch für den gesamten Weltfrieden haben kann. Wir sehen, wie um Aleppo herum mit furchtbarer Barbarei von allen Seiten gekämpft wird, wie massive zivile Opfer zu beklagen sind, ein Krankenhaus oder Krankenhäuser bombardiert wurden. Und das ist genau das, worauf wir als Linke ja immer hingewiesen haben. Es gibt keine sauberen Kriege, es gibt keine sauberen Bomben, sondern die Hauptleidtragenden eines Krieges sind immer die Zivilisten, ist immer die Zivilbevölkerung. Und deswegen wäre es umso wichtiger, dass das, was immerhin bei den Syrien-Gesprächen vereinbart wurde, eine Waffenruhe, eine Waffenpause, dass das irgendwie realistisch in Angriff genommen wird. Das setzt natürlich voraus, dass auf keiner Seite weiter eskaliert wird. Und das setzt natürlich auch voraus, dass die Unterstützung gewisser islamistischer Rebellengruppen, die um nichts erfreulicher sind als der IS, ich meine zum Beispiel die von der Al-Nusra-Front, die ja Al-Qaida nahestehen, dass deren Unterstützung und Hochrüstung genauso aufhört wie die Unterstützung und Hochrüstung anderer Gruppen. Also solange man in einen Konflikt immer weiter neue Waffen hineinliefert, muss man sich natürlich nicht wundern, dass er nicht aufhört. Und wir sehen auch mit großer Sorge das Agieren der Türkei, die ja jetzt zurzeit alles daran setzt, Öl ins Feuer zu gießen, die Stellung kurdischer Gruppen bombardiert, die ganz klare Verbündete sind im Kampf gegen den Islamischen Staat, die im Grunde als eine der wenigen dort vor Ort auch ernsthaft gegen islamistische Terrororganisationen kämpfen und vorgehen, dass ausgerechnet diese kurdischen Organisationen, diese kurdischen Gruppen jetzt von türkischen Bomben getroffen werden, finden wir wirklich skandalös und würden uns eigentlich da auch deutliche Worte der Bundesregierung wünschen, weil es kann ja wohl nicht sein, dass wir einerseits Herrn Erdogan als großen Partner in der Flüchtlingskrise hofieren, auf der anderen Seite zusehen, wie er selber alles daran setzt, dass dieser Konflikt eskaliert und damit natürlich auch neue Flüchtlingswellen, neue Flüchtlingsströme ausgelöst werden. Das ist ja eine absolut schizophrene Politik. Ich finde, das darf so nicht weitergehen. Und auch die Eskalierung in Richtung Russland von Seiten der Türkei. Ich glaube, Deutschland muss sehr aufpassen, dass wir uns nicht von einem unberechenbaren, scheinbaren oder angeblichen Partner wirklich in einen Krieg am Ende mit Russland hineinziehen lassen. Daran sollte niemand ein Interesse haben. Und deswegen ist das eine ganz gefährliche Situation. Und ich habe bisher nicht das Gefühl, dass die Bundesregierung darauf angemessen reagiert hat. Wir werden ja diese Woche auch einen europäischen Gipfel haben, am Mittwoch eine Regierungserklärung. Ich bin sehr gespannt auf diese Regierungserklärung von Frau Merkel, weil es ja ganz offensichtlich vor dem Gipfel deutlich ist, dass das, was sie auf diesem Gipfel gerne beschließen lassen möchte, in anderen europäischen Staaten auf wenig Gegenliebe trifft. Also wir haben ja durchaus unterstützt und tun das auch immer noch, dass es eine europäische gemeinsame Lösung in der Flüchtlingskrise geben sollte, dass es eine solidarische Lösung gibt. Aber man muss natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass es inzwischen von so unterschiedlichen Regierungen wie auf Polen auf der einen Seite und Frankreich auf der anderen im Grunde nur Absagen hagelt. Und ich würde mir natürlich schon wünschen, dass die Regierung dann irgendwie auch ein anderes Konzept hätte. Also man kann ja nicht andere Länder sozusagen zwingen, wenn sie das nicht wollen. Also braucht man doch irgendwie andere Ideen, wie mit dem Problem umzugehen ist. Und natürlich wäre die wichtigste Idee, dass auch Europa, und ich glaube, das sollte ein Thema dieses Gipfels sein, mit möglichst einheitlicher Stimme, soweit man das überhaupt noch erwarten kann, seinen Einfluss geltend macht, in Syrien tatsächlich eine Waffenruhe zu erreichen. Das wäre letztlich auch der beste Weg, natürlich Flüchtlingsbewegungen zu verringern und Flüchtlingszahlen auch zu verringern. Es wird ja auf dem Gipfel auch um den Brexit gehen, um die Forderungen der britischen Regierung, wobei ich da nun wirklich sagen muss, das ist ja geradezu absurd. Also die Umfragen zeigen ja sehr deutlich, was die Menschen umtreibt, die zum Beispiel auch in Großbritannien jetzt gegen die EU sind und die potenziell dann vielleicht bei diesem Referendum mit Nein voten werden. Und es ist mitnichten so, dass sie die EU als zu sozial empfinden, sondern sie machen sich Sorgen um Lohndumping, sie machen sich Sorgen um Wohnungsnot und sie machen sich Sorgen um das Ausnutzen
von Zuwanderung für weitere Lohndrückerei, das ist ja im Grunde das, was Sie bewegt, jetzt darauf zu reagieren mit weiterem Sozialabbau, ist genau die falsche Antwort, ist genau das Falsche. Das ist nicht das Konzept, was die EU populärer machen wird, sondern das, was die EU bei den Menschen an Akzeptanz und an Zustimmung eingebüßt hat. Das hat sie ja gerade deshalb eingebüßt, weil sich in Europa immer mehr soziale Ungleichheit breit macht, weil die Armut in der EU immer höher geworden ist. Das sind ja eigentlich die Kernthemen, die die Menschen umtreiben und nicht die Forderung nach noch mehr Sozialabbau. Da ist natürlich wieder eine ganz üble Stimmungsmache, wo man dann Menschen, die in einem Land schon leben, gegen die ausspielt, die eben in dieses Land reinkommen, in diesem Fall im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Beim Ausspielen ist ja auch die Bundesregierung oder zumindest einige Parteien der Bundesregierung immer flott dabei. Wir haben natürlich auch die Diskussion verfolgt zum Mindestlohn. Nun hat zwar partiell die CDU jetzt wieder etwas zurückgerudert, was die Frage angeht, für Flüchtlinge generelle Ausnahmen beim Mindestlohn zu beschließen, aber die Diskussion geht ja weiter. Es ist ja jetzt wieder sozusagen die CSU, die zurzeit den Ball aufgenommen hat und eine solche Ausnahme fordert. Die CDU sagt, ja, vielleicht im Rahmen von Praktika. Wir halten diese ganze Diskussion für hochgefährlich und eigentlich auch für ziemlich unverantwortlich, weil jede Sonderstellung von Flüchtlingen, auch in der Form von Mindestlohnausnahmen und sei es auch nur, wenn man sie als Praktika deklariert, man kann ja vieles als Praktika deklarieren, all das bedeutet natürlich, dass Menschen, die im schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen sind, Flüchtlinge als eine noch schlechter bezahlte Konkurrenz empfinden müssen. Und wer so etwas zulässt, der vergiftet das politische Klima. Deswegen finden wir die gesamte Debatte völlig abwegig und völlig außerhalb der Zeit und hoffen natürlich, dass das möglichst nicht irgendwann Eingang in Gesetze findet. Nur wir haben es natürlich bei vielen anderen Dingen auch schon erlebt. Erst kam die CSU oder bei vielen kam zuallererst die AfD, dann kam die CSU, irgendwann hat es die CDU übernommen. Ja, und die Halbwertszeit der Standhaftigkeit von SPD-Beschlüssen und SPD-Positionen, die haben wir beim Familiennachzug und bei vielen anderen Dingen eben auch erlebt. Das heißt, da ist natürlich, auch wenn Sie jetzt zurzeit etwas abwägeln, leider die Debatte wahrscheinlich noch nicht beendet. Wir werden jedenfalls sehr, sehr strikt darauf hinweisen, wie unverantwortlich und wie gefährlich das ist, wenn man auf diese Weise mit dem Feuer spielt.